Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe hier zu Forza Horizon 3. Und ja, ihr seht schon am Titel, ihr seht es vielleicht auch hier jetzt gerade schon auf dem Bild. Wir spielen wieder eine Runde Cops vs. Racer, lang ist's her. Und ja, heute in einer ganz besonderen Edition. Wir haben es schon länger mal vorgehabt, das zu machen. Und viele von euch haben es auch immer in den Kommentaren gewünscht. Und zwar in der Dubai Police Edition. Wir sind zwar in Australien, aber ja, die Dubai Police macht halt mal hier einen Ausflug und muss dann gleich hier unter die Arme greifen, hier bei der australischen Polizei. Betriebsausflug. Ja, Betriebsausflug sozusagen mit Einsatz. Ja, mit dabei heute ist der Andy, der Chris, der Eragos, der Forsakat, der Coax FTW, der Progame, der Pros Killer, der Roadspeed, der Zuchuk Race, der Galaxy und Scarface. Grüßt euch alle. Hallo. 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 Ja, wir werden die quasi die klassischen Regeln spielen bei Cops vs. Racer, so wie wir das eigentlich auch immer mit der Crown Victoria gespielt haben. Das heißt, wir werden uns in Surfer's Paradise und vor Ort aufhalten. Wir werden ja, ganz normal durch die Stadt fahren und versuchen gegenseitig, beziehungsweise die Cops, die Racer abzucrashen. Wir werden zwei Runden spielen, das heißt, wir vergleichen nachher einfach die Teams, die Polizeiteams miteinander, welches Team denn im Endeffekt die meisten abgecrashed hat. Und heute ist halt was Besonderes, die Teams sind quasi, oder die Fahrzeuge sind nicht alle ausgeglichen, das heißt, es gibt stärkere Polizeiautos und schwächere Polizeiautos, genauso aber auch bei den Racer. So haben wir uns halt überlegt, dass jedes Fahrzeug sozusagen ein Counterpart bekommt und deswegen können halt auch unfaire Duelle entstehen, aber halt auf beiden Seiten. Und da kommt es halt darauf an, wie gut die Polizei zusammenarbeitet und ja, einfach mal gucken, wie es funktioniert. Wir haben im Vorfeld da auch nochmal vielen Dank an den Andy und auch an den Marvin, aka Progame. Wir haben im Vorfeld wirklich geguckt, welche Dubai-Polizeiautos gibt es auch wirklich, welche kommen da auch zum Einsatz. Und da haben wir uns 12 an der Zahl rausgesucht. Das heißt, 6 davon seht ihr jetzt. In der zweiten Hälfte, im zweiten Durchgang, werden wir komplett durchrotieren. Das heißt, ihr seht komplett 12 andere Fahrzeuge nochmal, sowohl bei den Racer als auch hier bei der Polizei. In der ersten Runde wird das Spitzenduell oder beziehungsweise der Spitzenpolizeiauto nichts Geringeres als der Porsche 918 machen, der, glaube ich, groß noch keinen Einsatz gefeiert zwar hat in Dubai, aber ja, eines der neuesten Fahrzeuge in der Flotte auf jeden Fall ist. Dann, ja, quasi das schwarze, in Klammer, rote Schaf in der Flotte ist der Lycan Hypersport. Den haben sie mit einem roten ja, Design versehen. Dann, des Weiteren haben wir dabei einen McLaren 650S, den 2013er Audi R8 V10, dann ein Ferrari FF und last but not least ein BMW i8 mit seinen blauen Akzenten, die rausstechen. Und das Lustige ist, es ist in Wirklichkeit so. Deswegen sieht es ganz lustig aus. Ja, auf der Konkurrentenseite haben wir quasi entsprechende Duellpartner rausgesucht. LaFerrari haben wir da mit dabei, den Huayra, den, ja, die Corvette Z06, ein Lamborghini Gallardo, ein Panamera und ein Tesla ist mit dabei. Nachher gehen wir nochmal ganz kurz durch, was die anderen Dubai-Polizei-Cars sind und entsprechend auch, was die anderen Cars sind. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Die Regeln sollten allen klar noch sein. Ansonsten guckt euch einmal die Folge an, ihr werdet es schon rausfinden. Ich merke gerade, ich habe gar keine In-Ears drin, das heißt, ich höre gar nichts. Ich fahre gerade aktuell auf dem ja, Elektromode beim Ferrari. Den gibt es da gar nicht, glaube ich, ne? Scheiße, also könnte ich gar nicht fahren. Das ist blöd. Ach, ja, soweit ich weiß. So, stell das doch mal vor, wir hätten da Ferrari vorbei und du hörst nichts. So, ja, jetzt, also ich hab wieder Sound, wunderbar, gehen wir mal kurz Gas, wunderbar. Ich muss ein bisschen aufpassen, wir fahren natürlich mit Schaden. Ich darf, wurde mir schon gesagt, der LaFerrari hat schnell keinen Tank mehr oder keinen Sprit mehr. Deswegen muss ich aufpassen. Gut, wir fangen an, 20 Minuten an der Zeit. Ich lasse die Stoppuhr nebenbei laufen. Allerdings hat, ja, das Racer-Team ab jetzt erstmal eine Zeit, sich in der Stadt zu verteilen. Ich würde sagen, wir fahren mal hintereinander weg, sonst crashen wir uns schon gegenseitig am Anfang weg. Die alle nach rechts rausfahren. Außer Andi. Und die letzten drei von allen in der Linksaste. Jetzt hast du es gesagt, jetzt machen sie es nicht mehr. Ja, denkt auch dran an die Racer natürlich. Ja, ihr habt Schaden an, also Verkehr oder wenn ihr zu schnell irgendwo eine Kurve knallt oder sonst was, macht euer Auto natürlich auch kaputt. Deswegen eher Piano fahren. So, also nicht so wie ich mit 200 durch die Innenstadt, aber... Also sehr Piano fährt doch der Tesla. Der müsste eigentlich auch keine so krasse Reichweite haben, wenn er die ganze Vollgas gibt. Sind die Racer einmal weg, fangen die Cops also illegal zu driften an. Also für die Cops geht's los in 5,
4, 3, 2, 1, go! Spiel ist eröffnet, 20 Minuten haben sie Zeit. Die sechs Gauner, nenne ich es jetzt einfach mal, die sechs Racer hier in Server's Paradise einzukassieren. Denk mal, die vermeintlich schwächeren Fahrzeuge kriegt man schneller mal hin, aber ja, ich denke mal, bei den stärkeren Fahrzeugen müssen sie halt zusammenarbeiten. Je nachdem. Ja, die Cops haben die Minimap an, oder? Nee. Auch nicht. Nein, keine Minimap und keine Namen oben drüber. Das heißt, wenn man sich geschickt anstellt, kann man sich vielleicht im Verkehr tarnen, auch wenn es ein bisschen schwierig wird mit meinem LaFerrari, aber ich versuch's einfach mal jetzt hier mit Andy Schulci. Aber Toyota. Andy, nee, nee. Ich bin ja Racer. Jo, der bremst einfach ab, der Wichser! Hast du getan, Ray? Ja, natürlich! Ich bin so zack. Du verabschiedest Toyota Yaris hinterher, ja? Und dann macht ihr einfach eine Vollbremsung, einfach so! Aber ich bin falsch gefahren. Also Andy Kops, wir müssen uns wirklich, ja. Um Ray muss sich kümmern, der schaltet sich selbst aus, meinst du, ja? Boah, das war ja schon einer. Das gar nicht erkannt, der auf dem ersten Blick. Ja, aber wenn man es gar nicht so auf. Wenn man es so auf Tesla fährt, dann könnte es wirklich gut sein. Also LaFerrari und Tesla sind gerade durch den Tunnel und fahren jetzt... Wäre da nicht so viel Grünfläche, könnte man es als Dubai verkaufen. Tatsächlich. So ein bisschen als Mini-Dubai. Was wäre auf den i8 gerade drauf? Jetzt falsch, Mann. Hab ich gemerkt, ey. Ich glaub, hab jetzt zwischen gepasst, aber... Ey, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, vor allem weißt du, dass halt auch gleich direkt... Oh, guck mal, das ist eine Tafel, die ich noch gar nicht hatte. Ach ja, ich auch. Der Panamera denkt dran, wenn ich halt zwischen Alpan wegen Sprit noch den Panamera-Sprit verbrauch. War knapp. Ich hab's auch echt schnell sein, Ray. Hä? Ich hab's auch so schnell. Ach, ich bin ihn nur vorne reingefahren, ja, ne? Klar, ich hab nur die Lenkung ist ein bisschen damaged. Reiner! Das heißt, ich sollte das irgendwie gucken, dass ich... Die, ja, Tipp an die Racer. Am besten bleibt ihr immer auf der richtigen Straßenseite, weil wenn wir uns mit Vollspeed entgegenfahren, ist nicht so geil. Da hab ich noch weiter drauf. Da ist doch schon wer. Oder? War das jetzt Ray ist gerade im Tunnel. Da fällt irgendwas. Ich bin hinten dran. Nein, nein. Lass es. Wie viel Schaden hat der Porsche? So, da kam Ray entgegen. Ah. Oh, leck mir am Arsch das Boot. Porsche fährt. Boah, Scheiße! Ja! Das hab ich dann kurz und dann hab ich das zu spät realisiert. Aber vorne macht's dem Auto einfach nichts aus! Ist er rechts gefahren? Links gefahren? Jetzt ist er rechts wieder. Panamera ist unter Zug, du. Scheiße. Na guck! Alter, der ist. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Boah! Irgendwer ist mir gerade voll Schmackseitengasse gefahren. Ich bin wirklich mit dem Außenspiegel hatte mich dann. War das jetzt blöd? Weil mein Auto ist noch ganz. Ich dachte, hier ist die Seitengasse. Ab wann bist du festgenommen? Ja, jetzt. Oh, da sehe ich ja schon einen durch die Gegend. Ist halt blöd für die Aufnahme, ja. Nein, der bin da. Ray hat Second Chance aktiviert. YouTuber-Bonus ist aktiviert, dankeschön. So, weiter geht's. Der nächste Second Chance ist hier. Hier ist die scheiß Seitengasse. Mann, ich hab das in der Straße verwechselt. Das sah genau gleich aus. Der Guerra ist gerade auf der Parallelgeraden da vom Festival unterwegs. Also ein Lycan ziehe ich ja wohl noch locker ab, ey. Wenn ich nicht in die falsche Seite reinfahre. Wenn du dich nicht voll fährst, liegt wahrscheinlich. Moin. Oh ja, die Lenkung ist ja komplett am Arsch. Moin. Also oben ist gerade. Ich habe 100% Schaden vorne. Nee, ich glaube, Galabre ist so Aufhängung irgendwie. Auch komplett am Arsch. Motor nur 1%. Lenkung 81. Hey, da war doch so ein 918, hallo. Porsche! Wie viel Schaden hast denn du denn? Warum biegt der? Schon traurig, mein Auto ist kaputt und trotzdem kommt der nicht so wirklich hinterher. Der Porsche jetzt. Okay. Ray fährt Richtung Parkplatz. Porsche ist raus. Haben wir den ersten schon, perfekt. Ausweichen ist echt nicht leicht, wenn die Lenkung beim großen Arsch ist. Kreisverkehr fährt Richtung Stadt. Also, ich sag mal auch, wenn ich Schaden habe, weil ich das ist halt blöd, oder das ist halt das Dumme, dass wir Racer müssen halt bremsen, damit wir um Kurven kommen und ihr haltet halt einfach voll drauf. Ja, ich halt voll drauf, weil hier ist echt nichts passiert. Doch, mein Auto ist jetzt schon ziemlich damaged. Ich habe jetzt 46% Motorschaden mit einem Mal. Ich habe 20.
Wie schnell muss man minimal fahren? Ja, vielleicht müssen wir tatsächlich mal die Überlegung machen, dass die Cops doch Schaden bekommen. Ja, auf jeden Fall, da müssen sie auf jeden Fall noch praktisch abnehmen. Nee, vielleicht einfach, dass die Cops mal auch bei den Kurven anbremsen. Quatsch. Doch, das wäre auf jeden Fall schon mal fair, weil sonst brauchen wir einfach immer noch Vollgas. Ja, aber gerade oben hast du halt gar keine Chance. Nein! Nee, klar, im Kurven halten die halt einfach hinten rein, aber... Ja gut, ich meine, Marvin kriegt trotzdem nicht hin. Ja, was soll ich denn noch so machen? Ich gegen den Baum drängen, die volle... Ja, du musst mal halt noch mal einmal so hinten reinknallen, wie gerade eben. Ja, ich sag gleich, werde ich das nicht machen. Also ich sehe gerade keinen, außer die ganze Zeit den Huera irgendwo mal zwischenduschen. Da bin ich ja froh, dass ich Panzer habe. Ich krieg den nämlich kaputt. Ich bin rausgeflogen. Hallo, ich bin voll rumgebackt. Du hast voll rumgebackt, Alter. Hey, ich auch. Du hast zwei Leute raus schon mal, was? Ja. Einmal. Um Gottes Willen. Ja, Leute, ihr müsst, gerade wie schon gerade gesagt, ihr müsst links fahren, ja? Nicht auf die falsche Seite. Ich bin doch selbst in der Verfolgung, mein Wagen zieht nach rechts, was soll ich denn machen? Wie ist das? Bist du jetzt schon mal langsam verhaftet, Ray? Nee, noch bin ich, noch glitsch ich noch hier rum. So, jetzt. Du bist ja noch nicht ausgestiegen, oder? Du musst aussteigen, mich verhaften, das hast du ja noch nicht geschafft. Hallo, ja. Ja, okay, ich bin raus, mein Auto ist am Arsch. Okay, 100% Lenkung, 100% Motor, 100% Kupplung, 100% Getriebe, 100% Antriebswelle, 100% Karosserie. Entschuldigung. Das Einzige, was noch da ist, ist die Aufhängung hinten links mit 55% und die Reifen hast du mit 18%. Bitte Fahrzeugschlüssel aufs Armaturenbrett liegen und ich erhole den Händen raus. Ja, bevor du mir meine Rechte nicht vorlegst, hab ich gerade ein Glück. Hab ich gerade ein Glück. Beim Horizon Fest. Ich glaube, ich habe gerade den 918 gesehen. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen, wie er da steht. Bist du jetzt verhaftet, oder? Okay. Ja. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich wirklich verhaftet wurde, ey. Ja, vom Porsche ist doch klar. Andi, ja, was ist mit den anderen beiden? Kommen die wieder rein eigentlich? Ja, das war nix. Ich bin schon dran. Startet gerade neu. Was waren okay, das? Okay, der Galado ist raus. Wenn es beides Racer sind, ist es schon mal gut, weil dann geht Zeit schon mal runter. Team Racer, go! Also ich versuche jetzt halt mit der Drohne ein bisschen rumzufliegen, um halt ein bisschen was einzusammeln. Sind jetzt zwei Racer rausgeflogen, oder was? Panamera und LaFerrari ist raus, ja. Aber ich hatte auch echt ein bisschen Pech, muss ich sagen. Dass ich bremsen musste vor einer Kurve, war einfach mein Pech, ja. Das ist für Akku ist bald leer hier, ey. Ja, das ist halt wirklich so ein absolutes Problem. Verdammt, wo ist der Tesla hin? Ja, du kannst halt fast nichts machen. Der fährt da jetzt oben auf der Straße. Der ist gerade an mir vorbeigefahren. Dann hast du halt noch so wie ich den Motor. Der dritte ist gerade etwas. Ja, der dritte Racer ist weg, oder? Wobei, gut, mir wäre was auch zweimal Glück oder dreimal Glück, weil sie mir vorne rein zweimal gefahren sind. Oh, das Ding ist so am Untersteuern. Nein! Ich habe die Cops auch ein bisschen gegeneinander ausgespielt, muss ich sagen. Der FF sollte ihn ja wohl jetzt easy bekommen hier. Ich bin mir war am Anfang gleich das Problem, dass der 650 mich gleich irgendwie direkt getroffen hat und dass auch Marvin eigentlich schon so komplett zielstrebig, wie wenn das gewusst hätte, wo ich bin, schon auf mich draufgefahren ist. Das war aber mehr Zufall. Ja, weil du halt schon so perfekt eingelenkt halt schon um die Ecke gekommen bist. Normalerweise fährt man erstmal dran vorbei. Aber naja, ist ja gut. Ich muss ja auch mal raus sein. Ist okay, sogar zweimal. Andi, bist du schnell schon raus? Ja, ich stehe nur am Parkplatz. Fahr mal langsam, ich komme mit der Drohne nicht hinterher, Marvin, Mann. Also ich bin Ami 8 dran, das geht. Ach du Scheiße. Oh, da kommt der Straßenbahn. Du bist ja schon da. Ey, warum ist der... Der hat einen Ghost Mode aktiviert. Der Sonder war einfach Geist. Der Sonder? Das ist die Ghost Edition, Huera Ghost. Nein, Sonder. Also ich möchte mal ganz kurz sagen, der i8 fährt Richtung Beep. Und dahinter ist ein... Hey, 650, jetzt ein bisschen langsamer. Gerade eben kam ich noch mit, jetzt bist du wieder zu schnell. Was fährt denn da vorne für einer? Wer ist das denn? Ab. Ach, das ist ein i8. Guten Tag. Wo ist der i8 gerade? Moin! Moin, mein Schnitzel. Da ist gerade Huayra, der ist gerade am Festival vorbei. Aber schön, dass du mich drauf aufmerksam machst. Ja, aber Justin, du bist ja auch eine Flachpfeife, weißt du, fährt er noch genau in die Richtung von dem, anstatt abzubiegen. Kommt dem Huayra als Null hinterher. Das ist doch langweilig, sonst fahre ich hier die ganze Zeit mein E-Auto, was eh keiner hört, durch die Gegend. Das Ding ist halt, man sieht sie halt wirklich gar nicht. Das war auch echt cool, mit der Drohne wechseln. So ein bisschen rumzufliegen. Oh. Jawohl, sehr schön, Marvin. Na, fahren wir mal im E-8 hinterher. Da ist nämlich gerade eine Verfolgung am Start. Weil die 2 Tonnen hat, das wahrscheinlich hat sich wenig interessiert. Tesla gegen E8.
Hybrid der ist so viel schneller, das ist so bitter. Ja, war gerade noch. Hey, du hast einen Dreizylinder, ja. War mit dem F gerade im Huayra hinterher und komm und schaffst nicht mal. Kommt der andere ja, Hybrid. Zwei Hybrids jagen den einen Elektro. Deutsche Macht kommt. Die wird dich überrollen. Glaub mal. Ja, fahren wir auch noch rein. Alter, wie er einfach rumdriftet. Eiskalt, dieser Junge. Nice, wie er ihn austrickst. Nee. Geil, Alter. Ich mal 918 ab mit dem 2-Tonnen-Tesla, ey. Alter, das ist so komisch, Junge. Das Ding untersteuert und schwimmt durch die Gegend. Kennen Sie den Yacht? Tut mir leid, aber. Hinter dem Tesla und dem 918 Spider. Wow. Ey! Wow. Nein! Alter, da bleibt er gerade hängen. Hast du den Huayra gehabt? Ich wusste, dass er hinten lang muss. Genau, also E8 ist falsch abgebogen schon mal. Wie sieht denn der Status jetzt gerade aus? Er fährt nach rechts. Ich bin im Zentrum, ich hab hier nix auf dem Radar. Ich im Moment auch mal rechts. Ich bin Richtung Festival. Glaube ich, bin ich mir nicht sicher. Oh. Aber du machst mir doch eh nichts in meinen Panzer hier. Ah, Mann. Tesla ist halt echt so ein bisschen so ein Panzer. Warte, ich kann nicht mal sagen, wie viel Schaden ich hab, klar, Moment. Schaden. Gerade mal 7,2% Motor. Ja, den Tesla müsst ihr halt festhalten, ja, sonst anders geht's nicht. Ist jemand von den Cops hinten beim Tunnel? Grad nicht. Ist okay. Nee. Ja, ist okay. Fahr da mal hin. Wie es halt aussieht. Ist der kleine 918 im großen Tesla. Also. Ach du Scheiße. Mit der 918 kriegst du dich gebacken. Ja, aber ja, wo ist denn der Tesla? Der müsste mal jemand helfen halt von den anderen. Ich bin der Wilder, ich kriege da mal nicht. Wo ist denn der Tesla? Nein, das bei mir! Dran. Das ist eine sehr gute Aussage. Anstatt mal zu ich gebe jetzt keine Tipps, weil Tesla ist ja in meinem Team, ist ja alles gut. Go Tesla, go for it! Der Tesla fängt an zu lecken, nein! Wie viel hat ein Huayra jetzt abgekriegt? Ah, fuck! Schon wieder vorbei! Erst sind jetzt alles eigentlich schon raus von den Racer? Der Panamera? Der La Ferrari und wer noch? Das wird's gar nicht. Wie viel hat ein Huayra? Ja, du noch, okay. Drei Stück. Also das halbe Team hat... Ja, fahren rein, das ist der Tesla, du. Wie er leckt. So, jetzt habe ich euch verloren, leider. Aber ich will jeden von euch so abgehört. 9,5 Lenkung, 3,1 beim Getriebe und 3,1 ich glaub, das Teamspeak kam bei uns gerade ein bisschen ab. Also ich entschuldige mich schon mal bei der Aufnahme, dass alle so ein bisschen am Lecken sind. Nein, ich hab einen netten Kopf, Mama Mia, Alter. Verdammte scheiß Auto, ist mir kaputt. Alter! Ich komm nur gestückelt an. Wo seid ihr denn hier gerade und wen jagt ihr? Jag mal, FF immer noch den Pfeil, aber ich krieg ihn einfach nicht. Gib da jetzt mal Gas, du dumme Drohne, nicht so langsam. Nein! Mann! Schon das dritte oder vierte Mal, dass ich an ihm vorbei bin. Ja, wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Der fährt schon wieder Richtung Festival. Ach, Alter, geht genau in der Lücke da durch. Aber der Tesla, der hat auch noch Alter, genau, aber der hat auch ist noch genug, der hat halt auch noch genug Drehmoment, um wirklich gegenzuhalten. Ja, unraus auf jeden Fall. Die ganze Zeit nur im Kreis. Ey, was ist das Scheiße, wenn man kaputt hier? Also Andi, wenn wir gleich Cops sind, müssen wir aber dürfen wir nicht so zerfallen wie die Polizisten hier. Die sind hier total unorganisiert. Ja, ich hab die ganze Zeit alleine gegen den Tesla. Ist immer mal ein Polizist, immer so mal ein Polizist total sinnlos durch die Gegend fahren. Und die anderen Polizisten hört man nur rumschreien. Ich krieg's nicht hin alleine. Wie wär's, wenn ihr euch einmal mal. Eigentlich sollte ich jetzt keine Tipps geben, aber wie wär's mal, wenn ihr euch einfach gegenseitig helfen würdet? Warte, wo ist der Tesla gerade? Hier! Da! Ja. Aber Augen. Sie sind on. Also ich sag mal fast die Furious nein, ich bin der Merch, zieh dich! Also Lycan schläft gerade, oder? Fährt einmal Z06 an ihm vorbei, oh, alles klar! Ey, du hast so viel Geld! Also ich entschuldige mich nochmal fürs Lecken, das ist gerade unser Teamspeak, der gerade ein bisschen Probleme hat. Oh Jungs, was ist los? Ich bin einfach wie. Und Marvin sagt einfach gar nichts, weil von dir kommt gar nichts an.
Ja, ich fahre so die ganze Zeit die Küste. Der ist ja voll fest und. Nein! Nimm die FFL, die sieht so geil aus, wenn da so einer hängen bleibt, ey. Das ist doch nicht, ne? Bleib hier! Jetzt einer sitzt davor, einer davor, einer davor, einer! Alter! Jo, Alter! Alter. Ich bin vorne! Willst du den festhalten? Ich möchte mal ganz kurz sagen, ja, was du weißt, wenn ich möchte jetzt was sagen, ja, weiß Universal hier zuschaut. Nächster Fast and Furious Tesla. Das gibt's nicht, ja, Alter. Das geht halt einfach weg, das ist so ekelhaft. Oh Gott sei Dank, jetzt hält noch den Fahrrad. Fährt jetzt noch. Ja, die Z06 fährt noch. Warte mal, die Ampel geht schon. Die Z06 habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Wo ist die? Die Ich finde, Z06 macht's richtig geil. Immer schön im Drift um die Kurven und keiner kommt hinterher. Jetzt hast du Jetzt kommt aber Regen dazu, jetzt könnte es kritisch werden. Also ich weiß, wäre irgendwo immer unfair, also so. Alter, ich lieg's mein Herz und kann voll in die Hose, Alter. Das gibt's nicht. Alter. Also, das ist aber schon lustig, ja. Also, die Z06-Verfolge ist schon echt filmreif, muss ich sagen. Er ist gerade hinter mir. Ja, Festival. Ja, deine Reifen dürften echt dulle sein, so viel wie du rumdriftst. Wo ist die Z06 jetzt? Festival Richtung Nummer 8. Ich verstehe das. Ja, Dachbogen. Man versteht halt gar nichts mehr. Nee, das ist alles. Ja, schlechter Polizeifunk einfach. Das ist einmal schlechter Polizeifunk. Das hört sich halt echt an wie Roboter. Ja, unser Teamspeak hat halt gerade leider Probleme. Muss mal wieder Beschwerdemail von meiner Seite raus an den Anbieter. Ja, ich versuch gerade irgendwie. Der Ernst zu finden. Einmal mal. Vollgas drauf. Ich zieh die Zeit raus, Alter. Ich zieh die Zeit raus. Ray wieder noch 3 Minuten habt ihr. Oh, okay, ich fahr die Zeit jetzt raus, dann irgendwie nicht. Wer ist denn jetzt der letzte? Corvette, ne? Ja. Ja, ist Huayra raus, oder was? Huayra ist auch noch drin, ne? Jetzt könnte es bei der Z06 eng werden. Wow. Ich glaube, ich habe das rausgezögert mit dem Tesla gerade. Ach, echt? Was anklemmt, jetzt. Er kann sich doch befreien, unglaublich. Das habe ich jetzt nicht. Das haben die Leute gebraucht, um Tesla festzuhalten. Ist doch schon her. Ja, die Leute. Ich bin immer noch wieder rausgekommen. So, bis ich mich zum Auge gehabt habe, um den festgepackt habe. Also ich entschuldige mich nochmals für die schlechte Audioqualität gerade der Stimmen. Hier ist Leike. Jetzt könnt's. Aber halt Rückwärtsgang. Was ist denn die Z06, Mann? Ja, ich glaube Z06, das war's jetzt, oder? Da muss man schon fair bleiben eigentlich, oder? Ja. Ich bin schon lang genug an einem Fleck. So, wo ist der Huayra? Ich fahr noch! Wir verteilen uns jetzt in alle Himmelsrichtungen. Nee, port dich zurück, du bist raus. Also muss man schon fair. Ich direkt mal den nächsten Wagen. So, ich guck mal kurz auf der Map, wo denn der Huayra überhaupt ist, weil sonst suche ich den ja ewig jetzt noch, die letzte. Die letzte Minute läuft übrigens, ne? Oh, Alter, mir ist gerade das Herz wirklich in die Hose gestellt. Ich drift bin, ey. Boah, das leckt so. Also jetzt weiß ich nicht, wie man Marvin ärgern kann, indem man einfach einen Tesla fährt. Fick dich. Kann mal gucken, wo der ist. Der. Ich such den gerade. Ich finde ihn nicht mal mit Minimap. Ah doch, jetzt habe ich ihn gefunden, okay. Bis ich jetzt aber da mit der Drohne hingeflogen bin. Ich gucke einfach aus der Minimap zu. Warte, bis ich mit der Drohne dort bin. Das könnte nochmal ein spannendes Finale werden, aber nee. Doch, jetzt. Jetzt sehen sie sich gleich. Und. Und weiter. Ich bin schon an dem Taktik vorbeigefahren. Wo ist denn der Pagani?
Dankeschön, lieber I8. Der fährt gerade oben durch die Vorstadt. Der kommt jetzt wieder zum Festival, wenn ich brauche. Jetzt fährt er wahrscheinlich woanders lang. Okay. Wir haben echt authentischen Polizeifunk. Totale viele Interferenzen. So, 3, 2, 1, finito! Ja, Mann, Alter, geil. Ja, Mann, ich hab's überlebt. Also, Ray, ich will mal behaupten, den Chef hat gleich ab. Also, also zwei haben es überlebt, oder was? Der Pagani, ja. Und. Wer hatten wir noch? Keine Ahnung. Achso, ich dachte, zwei haben es überlebt. Nur der Pagani. Nee, die wurde ja hops genommen. Ja, aber wie lange. Ja, da brauchte ich mir aber noch 89. Ja, aber da fehlt ja aber trotzdem noch ein Fahrzeug. Ja, ich hab doch gesagt, wir nehmen schon ein anderes. Hä? Ja, jetzt. Okay, also es hat nur der Pagani überlebt, das ist jetzt korrekt. Ja. Okay. Yay! So eine gute Quote. Ja, das ist schon mal nicht schlecht auf jeden Fall, wenn nur ein Überlebender. Ne? Schon mal nicht schlecht. Ja gut, dann würde ich sagen, Team 1 besser gesagt, Dubai Police Streife Nummer 1 hat 5 Racer festgenommen von maximal 6 möglichen. Gucken wir mal, ob das Team 2 das gleich besser macht. Wir hoffen mal, dass es mit dem Teamspeak gleich besser wird. Wir machen einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich mit der nächsten Aufstellung wieder. Bis gleich! So, willkommen zu Runde 2. Der Polizeifunk wurde nochmal etwas überarbeitet, logischerweise, denn jetzt bin ich bei der Polizei, da ist die technische Seite natürlich wieder besser. Ne, wir haben die neuen Fahrzeuge natürlich, und zwar, ja, einige haben ja noch gefehlt, einige coole Dubai-Polizeiwagen. Einmal der Bugatti Veyron, dann haben wir einen Aventador mit dabei, ein Aston Martin 177, ein Nissan GT-R, ein Mercedes SLS und ein Bentley Continental GT. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir mit dabei eine C63 AMG Black Series, ein Lexus LFA, eine Porsche GT4, Cayman GT4, sorry, und ein Ferrari FF, sowie ein Ferrari 488 GTB und ja, das Spitzenmodell. Was hast denn du? Jeans-Optik oder was ist denn das? Nein, das ist Carbon Fiber. Das sieht aber nicht nach Carbon aus. Das ist nicht Carbon, das ist Braun. Nee. Das ist Matte-Carbon. Nee, das ist nicht das Matte-Carbon, auf keinen Fall. Das ist das Falsche, das ist so nachgemachtes Carbon. Das ist so Jeans, nur halt dunkle Jeans, so sieht's ein bisschen aus. Ach cool. Also dunkle Jeans, schwarze Jeans auf dem Königsegg Agera. Okay, ja, Agera. Wenn man zu viel Geld hat, kann man auch solchen Stoff auf das Auto machen. Mal. Ich würde es nicht auswählen. So, die Dämmerung bricht ein, das heißt, es gibt ein bisschen Nachtduelle. Ich würde einfach sagen, die Zeit für die Racer läuft ab jetzt. Eine Minute haben sie Zeit, es sich zu verteilen. Und dann kommen die Cops dran. Ja, an das Team der Cops. Ich hätte da schon mal so ein bisschen eine Strategie. Und zwar fände ich es cool, wenn die zwei Spitzenfahrzeuge zusammenfahren. Also Bugatti und der Aventador. Wer ist denn der Bugatti-Fahrer? Ich, Galaxy. Okay. Also Galaxy und ich werden zusammenfahren. Ich bin nämlich mit Aventador unterwegs. Und dann auch immer zu zweit. Also quasi Nissan und 177 sowie SLS und Bentley vielleicht ein bisschen zusammen. SLS, wer ist es? Andi, okay. Und dann guckt mal vielleicht auch, dass wenn ihr jemand findet, zum Beispiel wenn jetzt der SLS den Agera findet, vielleicht könnt ihr ja ungefähr sagen, wo er ist, dann weiß nämlich unser Spitzenteam schon mal, wen wir jagen müssen. Ja, weil macht ja keinen Sinn, wenn ihr den dann verfolgt. Ihr müsst dann schon gucken, welche ihr attackieren könnt tatsächlich. Dass ihr quasi eher als Spotter dient erstmal, es sei denn, ihr findet jemanden, der auf eurer Stärke ist, dann können wir das auch so machen. Gut. Dann würde ich sagen, es geht los für die Cops in 3, 2, 1, go! Links oder rechts? Du gibst an, ich fahre hier. Ali, fahr vor, ich war da. Ja. Schaden haben hoffentlich die Racer alle angemacht, beziehungsweise die Kopfhaber alle den Schaden wieder aus. Ich habe ja auch kein Problem mit dem Aventador, den Bugatti näher zu kommen. Fahren wir nebeneinander. Und wenn jemand kommt, schmeißt die Hand, also schmeißt den Anker einfach. Ja. Meinst du so? Ja. So. Ja, gut, bei versuch mal rechts ein gleiches Dorf zu fahren. Ja, halt ich vor Ort. Dann fahren wir mal hier lang. Fahr du vielleicht rechts neben mir so ein bisschen versetzt. Da war gerade der Blitz, oder? Da vorne war einer. Was wo? Oh, scheiße. Da ist einer. Oder? Versucht auch ein bisschen zu beschreiben, ja. NPC. Tunnel, Kreisverkehr, Hauptstraße, also die Küstenstraße und so weiter. Dass man da ungefähr weiß. Dojuk, da ist wer.
So schnell brauchst du nicht fahren mit dem Bugatti, ja, weil wir können dann so schnell gar nicht reagieren. Erstens, also das mit dem Nährkopf ist nicht das Problem, sondern wir müssen uns ja ein bisschen umschauen. Das stimmt schon. So, ja. Wir sind ja in der Kreuz. Ey, lass mich doch erstmal. Nee, da vorne war gerade einer und ich hab nicht gesehen, ob er abgebrannt ist. Regera ist vom Kreisverkehr Richtung oberen Bereich, Richtung Parkplatz. Okay, umkehren, Bugatti. Kann mal kurz vielleicht der Bente sprechen, damit ich die Stimme zuordne? Nein! Ja, Lukas Slayers. Ich. Danke auch. Ach, wir können das, wir können das auch einfach so machen, dass jeder sein Fahrzeug vorher nennt. Außer ich, weil meine Stimme sollte man eigentlich kennen. Oh Gott, aber natürlich so eine Kante, ey. Warum werde ich ihn jetzt die ganze Zeit angerufen, ey? Hört auf damit. So. Ja. Also Bugatti, fahr mal auch wieder den Weg zurück. Ist jetzt auf der Brücke beim Blitzer? Ja, ich auch, was noch rein. Ach mein Gott. Vorne fährt schon was. Der Ferrari kommt entgegen. Ja, sag doch, dass du jemanden verfolgst. Voll gerannt. Ja, ich komm. Alter. Geht her, komm mit. Okay, er ist auf mir drauf. Hilfe. Okay, Simon ist drauf. Er ist abgebogen. Warte, ich komm. Aber ich glaube, egal was ich treffe, 2,5 Tonnen. Nein, Bugatti, jetzt hast du mir voll den Weg blockiert. Sonst hätte ich ihn voll von hinten abcrashen können. So, Joko, bist du? Ich soll Train, hab ich gedacht. Das heißt, wo ist er? Hinter uns, Andi, hinter uns. Gut. Och, du Scheiße, nein! Beim Tunnel Richtung Stadt, der etwa. Wo ist denn der Bugatti jetzt hin? Der ist direkt. Kommt gleich. Aber schnell, aber schnell jetzt. Der ist so schnell. Wo ist der Wandfan nicht mehr, glaube ich? Oh Gott! Im Tunnel haben wir ein LFA. Oh, Scheiße! Oh, Sound. Das ist einfach die Kiste, ne? Ganz paranoid hier. Der C63 noch. Uiuiui. C63 hat 40% Motorschaden. Boah, das war ja, genau das meine Güte. Nein. Oh, kacke. Wie viel hast du jetzt? 80. Ach du Scheiße. Er fährt in die Stadt rein. Sauber geht er. Zu spät gebremst. Ach du Kacke. Tricks wieder ab 80. Ach. Hallo Bentley, was ist Bentley? Was sind denn jetzt? Ach, sorry, ich hab das. Ey, ich muss die andere Seite machen. Ich hab ich keine Übersicht. Okay, ich fahr halt mit dem Aston Martin mit. Gerade. Den hab ich gerade aus Versehen abgedrängt. Was ist bei dir los? Oh Mann. Alter! Also, ich würde sagen, der C63 ist geschunden. Ja, der C63 ist raus. Solange wir auf dem Fleck standen, gerade eben. Ja gut, noch 100, knapp 100% Schaden, ich bin raus. Wo steht der SS? An den Bugatti-Fahrer, ich versuche mal eher vor ihn zu kommen, damit du Cayman hinter ihn zumachen. Scheiße, ich dachte, er sieht mich nicht. Ich möchte gerade nicht sagen, wo ich bin. Oh. Nein, Alter! Ja, das war's für mich schon. Ah ne, doch nicht. Komm noch vorwärts. Moment. Nein! Oh, oh. Diese C63, da braucht ich doch weg. Okay, da weiß ich, wo du bist. Alter, ich kann das Ding gar nicht mehr kontrollieren. Jetzt mal fahren. Ja, mach mein Ding fest. Scheiße! Cayman ist raus. Ja, GTR umdrehen. 3, 2, 1. Sie sind verhaftet! Gut, wenn der Cayman raus ist, dann Cayman bitte Bot. Richtung also, Ferrari ist raus. Cayman ist auch raus. An den Bugatti-Fahrer. Wir gucken mal, dass wir... Findet gerade irgendeine nice. Verfolgung statt an irgendjemanden? Ja, F12, der fährt gerade wieder Richtung Stadt. Aber von wo? Aus? Wo? Aber Ray, da hattet ihr überhaupt schon. Da ist noch was gewesen. Wo? Richtung Stadt, oben oder unten von der kleinen Vorstadt? Ich verfolge gerade einen Wagen Richtung. Richtung Ohr. Okay, ich war. Ja, da habe ich gerade Glück gehabt, dass ich unseren eigenen Polizeiwagen nicht abgeräumt habe.
Och, Richtung Festival, ja. Auf der anderen gerade. Okay. Ist jetzt dran vorbeigefahren. Komm, fahren einfach rüber auf die Küstenstraße rüber erstmal. Ach, das ist der GTR? Mein Gott. Aber da war doch gerade einer, oder? Ja, der GTR ist unserer. Oh, das Blöde ist, dass der C63 ist schon raus, ne? Ja, die C63 ist raus. Ist ein Cop, der gerade über die Brücke fährt dort. Problem ist, es sind alle Cops jetzt mehr oder weniger auf einen Fleck. Über die Brücke mit dem Blitzer. Lass mal, dort. Ray, lass mal über die Brücke. Über die Brücke mit dem Blitzer Richtung Kreisverkehr, nee, da wir ist gerade der rechts gefahren. Wenn jemand den Regera sieht, sagt Bescheid, ne? Ja. Regera schon raus, den habe ich, glaube ich, richtig so. Gebaut. Dann bin ich aufs Dach. Ach so. Das heißt, das sind jetzt eigentlich nur noch die vermeintlich langsameren, also die sollten wir jetzt noch hinkriegen, oder? Na toll. Sorry, ich fahr gerade für die Kacke zusammen. Ne, sieh mal. Also jetzt nochmal, hat jemand gerade einer irgendwie im Blick oder in der Verfolgung? Ja, ich hatte gerade eben einen gesehen, der Richtung Eisverkehr gefahren ist. Okay. Komm, lass mal hier runterfahren. Ja, Ragos, das war eine gute Wahl. Aber da hinten ist doch... Aber wo ist der jetzt hin? Ach du Scheiße, das war nicht gut. Mal kurz, lass mal da kurz baden gehen. Drüben ist nämlich einer, wenn du den auch siehst. Nee. Ja, ich will's noch nicht sagen, weil ich ihn noch nicht hab. Er könnte noch abhauen. Hab einen. Wo? Fährt Richtung... Richtung Festival. Von wo? Jo, geradeaus weiter und jetzt rechts rum gleich. Ja. Jo. Ich nehme einen weiter. Das ist dann aber eher Richtung Parkplatz. Aber den habe ich auch gesehen. Wow, Chris. That's a perfect move. Aha. Viele Rauschen sind da über. Chris und Eragos. Oder? Ah. Ach du Kacke. Oh. Alter. Mega spannend. Gott. Ich sehe den Bugatti. Ja, das ist unser. Ich bin gerade mal kurz abchecken. Oh, da könnte es gleich ein Treffen geben. Oh. Nee, sind beide Razer. Ja, Mann. Ray, wo bist du gerade? Dann kann ich wieder zu dir stoßen. Ach, oh, Bentley. Ja. Ich bin unten am Tunnel. Wenn du mich jedes Mal rammt, ey. Ja, man sieht halt nicht, wer ach komm, ja, ein Aston Martin vorne kannst du wohl von einem Mercedes oder was das ist. Das wird auch schon einer unten bei. Nein! Wie es gerade bei den Kopf so aussieht. So geil. Ja, ich muss mein Feature abchecken. Ja, das ist meine Aufgabe. Oh, das könnte hart gleich werden. Oha. Sie müssen wir nur auch mal ein bisschen abwarten. Und dann die Verfolgung aufnehmen, so ein bisschen. Vorne ist gerade einer raus mit der Zeit. Ja, wir haben jetzt gleich Halbzeit, also wir haben noch ein bisschen. Ich fahre mal Tunnel hin. So lange. 20 Minuten sind 20 Minuten. Boi. Meine Reifen gehen schon langsam kaputt. Das ist der Plan, wir wollen euch. Gut. Oh oh. Nein. Alter! Hab hier den FF. Im Nachbargebiet. Scheiße, von dem mache ich mich auf den Weg. FF? Ja, den Ferrari. Ich glaube, er meint den F12 Berlinetta. Ja, oder das. Ja, mich hat's erwischt. Nur irgendwas ist mit dem F12 nicht mehr in Ordnung. Ich komme mit dem fetten Bentley hinterher. Nein, tust du nicht. Ja, oh Gott! Ich habe eine LFA, auch Nachbargebiet, Richtung Süden unterwegs. Gott, Handbremse. Mensch, Ray, weil du so langsam warst, dachte ich, das wäre ein NPC. Ja, alles Taktik. Das bringt nämlich nichts, als Polizist rumzurasen. Du kannst ja, nicht viel klar, zu spät und jetzt reagieren. Kommen zwei. Er fährt jetzt über die Brücke, die mittlere Brücke, also nicht die obere, sondern die südliche Brücke in die Stadt. Ja. Ist jetzt quasi dran. Von der Stadt, wenn man die Map sieht, eher auf der linken Scheiße. Seite. Ja, hoch da. Und direkt rechts abgewogen. Direkt rechts, alles klar. Ist er. Drei Kopf dahinter, ja. Gleich links ist jetzt auf. No, nicht auf zwei Rädern! Was mache ich? Nein! Ist jetzt. Ist er da rüber? Ah, da ist er. Ich habe voll keine Übersicht, Alter. Boah. Ist jetzt Richtung Süden auf der Straßenbahn. Fährt Richtung Tunnel. Jetzt links Richtung Küstenstraße unterwegs. Oh. Oh Gott, nein! Hey Leute, ich wollte das heute eigentlich überreden.
Ich auch, aber es wird gerade, glaube ich, nichts mehr. Wer ist der Berliner gerade? Wow. Ja, gut. Alle Cops außer einer hinter ihm her. Ja, ja, das ist der eine Cop hängt hinterm F12. Nein, jetzt habe ich die Arschkarte. Jetzt zuparken, Leute, nicht vorne dran, hinten dran, hinten. Ich kann nicht wegfahren! Fahr weg! Ja, das kommt. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, LFA ist raus. Was fehlt noch? F12. F12, wo ist der? Gleich Richtung Festival. Nee. Aus welcher Richtung? Festival. Aus welcher Richtung? Norden oder Süden? Direkt neben dem Festival, wenn du über den See guckst. Ja, das hilft mir nichts. Parallelstraße zur Byron Bay Straße da. Hallo! Ich hab ihn. Genau. Jupp, hallo. Das war ein Müller. Okay, Hit. Okay. Motor 100, Kupplung 100, Antriebswelle und Orchesterübel. Danke. Ja, Leute. Riech's alle raus, gefragt. Oder was? Jo, raus. Okay, stopp die Zeit. Wir haben es geschafft, in 12 und unter 12 Minuten das Team zu erledigen. Ich würde sagen, unsere Strategie ist ein bisschen besser aufgenommen. Ja. Nee, wir hatten den Tesla-Vorteil natürlich. Muss man sagen. Und ich hatte auch zwei Leben, das müssen wir auch sagen. Ja, Cheater. Alter. Was hätte ich nicht gewonnen? Wir haben die bessere Dubai-Police. Guck mal, wir haben Nissan GT-R, wir haben Aventador, wir haben Bugatti. Ja, ich hab mit dem 918 10 Minuten an dem verdammten Tesla. Das Problem ist halt, der 918 wiegt halt im Verhältnis zum Bugatti halt nichts zum Beispiel. Ja? So, wenn du so ein Bugatti mal reinlatzt oder so ein Aventador, ist halt schon geiler. Simon, ey, du hast volles. Aber Ray, wo ich verhaftet wurde, ne? Ich hatte nur 40% Motorschaden. Ja, bist trotzdem nicht mehr weggekommen. Ja, gut, da hatte ich keine Chance mehr. Ein Bugatti und ein Aventador vor und dann. So, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns einfach jetzt mal hier auf dem Parkplatz nochmal alle zusammen. Vielleicht können wir das noch organisieren, das wäre noch ganz cool, so passend zum Special. Wir machen mal einen kurzen Cut und zwar, wir sind dann gleich wieder zurück, wenn alle ihre Dubai-Police-Karre haben, dass wir alle 12 Police-Karren vielleicht nochmal am Ende zum Schlussbild nochmal haben. Wäre doch ganz cooles Gruppenfoto nochmal zum Schluss und würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Jo, ciao. So, am Flugplatz versammelt der Betriebsausflug endet. Wir fliegen jetzt dann wieder zurück in die Emiraten. Aber hier nochmal alle 12 die Polizeiautos, die wir heute dabei hatten, nochmal auf ein Bild. Sieht, finde ich, schon richtig, richtig stark aus. Hat schon was, so alle so im selben Design, bis auf den Lycan. Ich wollte gerade sagen, das sieht echt lustig aus. Ja, aber der aus. Ist halt wirklich so, ja. Also der ist wirklich mit dieser roten Dings unterwegs. Hat doch auch was. Der hat auch Blaulicht da oben auf dem Dach. Ja, das liegt halt eher am Ding. Normal haben die fast alle Blaulichter sogar eigentlich so montiert. Ja, innen drin meine ich doch, haben die. Eigentlich ja, zum Teil. Manche haben es montiert drauf. Tschüss, da geht schon ein bisschen früher. Ja, ansonsten soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Dubai Edition gefallen. Können wir das Ganze können wir gerne, wenn ihr da Bock drauf habt, nochmal irgendwann wiederholen. Es gibt ja noch ein paar mehr Modelle, die es jetzt nicht in die Folge geschafft haben. Ich kann jetzt mal vielleicht ein paar nennen, zum Beispiel der BMW M6, Lexus RCF oder ja, sogar die G-Klasse gibt's in der Dubai-Edition, also in Wirklichkeit. Ich meine, so Fake-Lackierung gibt's ja für jeden Sportwagen, aber wir wollten schon das authentisch machen. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle, ich bedanke mich für alle, die dabei waren. Ich bedanke mich nochmal für den Pro-Game und den Arkois fürs Mitorganisieren. Und ja, vielen Dank an die Zuschauer fürs Vorbeischauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Kommentar da, eure Meinung dazu, auch ob es eine Neuauflage mal geben soll. Und ansonsten, ja, gebt doch einfach ein Däumchen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wir sind jetzt auf jeden Fall raus. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal hier bei einer weiteren Folge Forza Horizon 3 Multiplayer. Ciao! 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 Servus! Servus!